Hallo, heute machen wir das, was des Mannes Liebling ist, und zwar Ölofen reinigen. Das muss man jedes Jahr einmal machen. Und zwar ist das noch ein klassischer Ölofen, der quasi hier so, so in der Warm, hier so innen drin ist, ein Einbau, Umluftofen, nennt sich sowas. Kachelofen, hat manchmal auch die Leute gesagt. Mit einem Ölbehälter unten. Und jetzt ist so, wenn du einen Ölofen hast, dann wird er auch immer der bildet Rußpartikel. Die Rußpartikel, das sind wie, die klafft dann das Zeugs drin und die muss man jährlich einmal sauber machen. Sieht so ein Ölofen aus. Und der Ölofen, der hat ja hier oben diese, der ist ja von der Firma Buderus. Der Typ heißt ÖH irgendwas, ÖH01. Sind aber alle gleich. Da ist oben so eine Klappe drin. Da ist der Ölofen drin. Und da sehen wir schon, dass der richtig dreckig ist. Jetzt kommt ja der normale Mensch und geht nach und tut von oben her putzen. Ja. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Wenn der Mechaniker kommt, der macht das nicht ganz anders. Da gibt es hier zwei Schrauben. Hier unten zwei Schrauben. Was sind sie? Die da. Die da. Und die da. Und die dreht man auf. Die sind zwei solche Gabeln. Die hängen dahinter drin. Die dreht man jetzt auf. Und dann zieht man den ganzen Behälter raus. Und wenn der dann draußen ist, kann man dieses Fach kann man rausziehen. Dann muss man nur noch diese Teile, die nach innen reinragen, die muss man rausmachen und dann kann man sauber machen. Das machen wir jetzt. Und dann machen wir das mit einem Stahlaufsatz, machen wir es weg, sauber, und dann ist der wie neu, wie geputzt. Und wenn er wie neu ist, dann brennt er auch wieder super. Dann haben wir jetzt ein 13er Schlüssele und mit dem 13er Schlüssele fahren wir da rein. Drehe diese Schraube auf. Welche Richtung weiß ich nicht. Machen wir jetzt in die Richtung. So ist sie eingehakt. Also, ihr dreht sie in diese Richtung. Dann geht der Daumen vorne nach oben auf. Also zweimal so rein. Dann kann man das eigentlich rausziehen. Also Strom noch abschalten. Also wenn ihr so einen Stromschalter habt, dann schaltet der Strom natürlich ab. Oh. Der ist schon ausgeschaltet, der war schon ausgeschaltet, ja. So dass der Strom frei ist. Moment. So, und jetzt sehen wir ja schon, wie der hier so raushängt. Den kann man jetzt entweder ganz auch raus machen, ganz, und dann draußen machen, im Garten, dann draußen im Garten bearbeiten. Dazu muss man aber nachgehen und diesen Anschluss natürlich abdrehen, beziehungsweise hier abdrehen. Kurz, ja, das ist glaube ich ein 15er oder 17er Schlüssel. Und ansonsten kann man das hier in dem Raum machen. Gleich hier, wenn man weitermacht, am besten solche Einmalhandschuhe nehmen, am besten aus Nitrile. Und dann jetzt hier diesen Behälter, sagen wir mal. Und da sehen wir auch schon, wie der dreckig ist, ja. Dieser Ruß, der führt da zu dieser schlechten Verbrennung, ne? Oder dass er überhaupt nicht gescheit anspringt, ne? So, was man dann haben sollte, wäre so ein Aschesauger, mit dem er jetzt dann diese Asche und das Zeugs rausmachen kann, beziehungsweise den Restruß. Erstmal Handschuhe anziehen, sonst kann man das Ganze vergessen. Das sind TPE-Handschuhe, also das ist der Ersatz, was momentan als statt Latex gibt. Einen spitzen Aufsatz aufmachen. Morgen. Was man jetzt machen muss, ist, man muss gucken, dass man den ganzen Behälter sauber kriegt. Durch das, dass diese Löchle zu sind, hier unten ist auch nochmal so eine Lochreihe, kann der quasi der Gasstrom nicht mehr entstehen. Durch das, dass diese Löchle zu sind, hier unten ist auch nochmal so eine Lochreihe,
kann der quasi der Gasstrom nicht mehr entstehen, der durch die Verbrennung entsteht, durch die Umluft. Das heißt, das muss jetzt alles raus. Muss man diesen Einsatz hier, wo die Zündelektronik drin ist und dieser Öleinlauf, das muss man jetzt rausmachen, indem man es vorne kurz rausbaut. So, und das ist diese kleine, wo die Zündelektronik drin ist. Da ist normalerweise eine kleine Schraube drin zum Sichern, damit es nicht rausgeht. Und die kann man dann, wenn man die Schraube rausgemacht hat, irgendwann mal rausziehen. Das ist dieser Durchstößel, den macht man, damit man manchmal, wenn das Öl sich verhindert. Und den müssten wir irgendwann rausdrücken können. Machen wir jetzt mal. Wenn wir dann von innen. Da ist eigentlich. Da sitzt jetzt natürlich irgendwann mal fest. Alles Dreck, nicht alles so, diese Karbide, die dabei entstehen. Ölverbrauch. So, jetzt nimmt man entweder so einen Metallspachtel oder ein hartes Eisen oder einen Schraubenzieher, mit dem man die. Ich habe jetzt dazu entschieden, dass es kurz mit rausnehmen. Das geht eigentlich ganz einfach. Man muss hier nur hier unter diese zwei Schrauben gegeneinander aufdrehen. Das heißt, wir haben hier so einen Verschluss. Der Verschluss macht man einmal zu, damit kein Öl nachläuft, weil unten ist ja nur zum Teil Druck drauf. Deswegen macht man das zu. Und jetzt kann man die Schraube hier aufdrehen, entweder die oder die. Hier geht es nach innen rein, der hier geht nach rechts hin. Und die drehe ich jetzt auf. Ich mache also die hier. Machen wir es hier auf. Hier geht sie auf. Da tropft da ein bisschen Öl raus, was in dem kleinen Zwischenbehälter drin ist, in dem hier. Das Montieren geht sehr einfach. Man zieht den ganz bis nach vorne. Der Stromanschluss muss man natürlich abschließen. Das ist der hier. Den einfach mal abschließen. Ich ziehe das raus nach vorne. Und jetzt kann man das am Schluss nach oben ziehen. Der wird nach oben aushängen. Einfach oben nach oben ziehen. Das Ding ist ein bisschen schwer. So ziehen wir es jetzt raus. Wir nehmen das ganze Zeug in so einen Ascheeimer rein. Gibt es ja meistens so kleine Schäufele, mit denen man das auch rauskratzen kann. Als will die dieses Mal nicht raus, weil die klemmt irgendwo fest. Also ich habe jetzt nichts falsch gemacht, aber die klemmt halt fest. Jedenfalls kriege ich diese Elektrode nicht raus, ohne dass ich sie kaputt mache, aber brauche ich auch nicht wirklich. Ich mache es dann halt mit dieser Mechanik das Ding innen sauber. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man die halt nicht abflext. Bevor man jetzt nach außen geht und draußen weiter sauber macht, nehme ich ja noch diesen Staubsauger und mache innen diesen Behälter innen leer. Also der Raum, der muss nicht leer, nicht sauber sein, aber ist halt, wenn man schon gerade auf hat, dann kann man das ja auch gerade zumachen.
Und zum professionellen Saubermaß gehe ich jetzt hin und nehme eine Flex und auf die Flex habe eine Stahlaufsatz drauf gemacht, so ein Bürsteaufsatz, ein Stahlbürste, die dreht aber brutal schnell. Und bevor man dann anfängt, wir müssen dann gucken, die schalten wir am besten hier nur pulsweise ein und dann gehen wir hier so diesen Bereich lang und aber nicht auf dieses Teil, also nicht auf diese Zündelektronik, sondern immer nur hier so lang und der Aufsatz halt immer drauf gucken, dass man das immer so hat, also passt es überhaupt vom Raum rein. Dann kann ich nur sagen, Brille dazu nehmen, weil diese Stahldinger, die fliegen raus, die können da auch ins Auge reinfliegen. Und lange Handschuhe nehmen. Also so am besten solche Flexer-Handschuhe oder sowas, die man zum Schweißen hat, die dann auch den Ärmel zumacht. Oder zumindest jetzt auch vielleicht ein langer Pulli anziehe. Jetzt gucken wir uns mal von innen nochmal an. So sieht er jetzt aus. Das Einzige, wo ich nicht reinkomme, ist diese scheiß Elektrode, dass man die sauber macht. Da hängt es irgendwo. Die ist irgendwo festgefressen. Da unten vielleicht, ha? Und wichtig ist halt, dass jetzt diese ganzen Löcher frei sind. Also die Löcher und die zweite Reihe, die muss frei sein. Und letztendlich, da unten haben wir nochmal eine Reihe. Die untere Reihe muss auch frei sein. Ich mache vielleicht nochmal Leerfahrer. Dann setzen wir die Ringe wieder ein. Da steht hier drin irgendwo oberer Ring, upper Ring, lower Ring. Hier sind so Nasen zum Reinsetzen.
obere Ring. Oberer Ring. Mit dem wieder reinbringen. So, und den muss man jetzt bloß wieder einhängen. Das heißt, wir setzen den dahinter auf diese Schiene. So, beim Einhängen muss man jetzt darauf achten, der hat da unten solche kleine Lasche drin. So kleine Sitzdinger. Eins, zwei. Und das sind die, die jetzt hier reingehören. Das heißt, das muss man so reinsitzen, dass die nachher hier reinsitzt. Und dann kann der eigentlich auch nicht mehr kippen. So, probieren wir es halt nochmal. Oh ja. Das heißt, man muss es im ersten Moment bis hinten schieben, sodass er die Löchlein reinsitzt. Sonst rutscht er da immer wieder raus. Na, wo klemmst du? Was mir jetzt aussieht, ist ja, ich kriege diese Schiene nicht gescheit draußen rein. Und das liegt daran, weil der natürlich hier hinter, da hinter der Ecke, der fährt auf solche, sagen wir mal, Gleitlager. Und diese Gleitlager, die muss man halt am besten auch mal kurz sauber machen. Und da war mal draußen rein. Auch hier wird ja diese Schiene auch mit raus. Also die Schiene da ein paar Mal betätigen. Hier ist sie festgemacht. Also die zwei Teile, die zwei bewegen sich nicht. Sieht man ja hier an dieser Schraube, der da. Aber dieser Gesamtschlitter, der muss natürlich bis hinten fahren. Ne? So kann er natürlich nicht bleiben. Drum fahre ich den jetzt ein paar Mal raus und rein. Oder ich mache hier hinter diese Schiene nochmal sauber. Und damit das Ganze besser klappt, nehme ich hier ein bisschen Öl oder ein hier so WD-40, WD-90 und sprühe es dort auf diese Endposition von den hier, entweder hier mit drauf, sodass er da besser laufen kann. Das verbrennt ja dann über die Zeit so oder so wieder. Das ist schon egal, ob man da was reinmacht. Das ist eigentlich so eine Art Rostlöser. Ja, das ist leer. Ach, Scheiße. Gucken, wie man da den Rest rauskriegt. So, und jetzt machen wir den gleichen Vorgang nochmal, nachdem die Schiene jetzt besser geht. So, und jetzt flutscht er rein. Also, Aufgabe Nummer 1 ist erledigt. Jetzt noch der Schlauch. Dann mit der Kleinen hier festhalten. Mit der großen Zudreher. So, was wir jetzt noch machen muss, ist die zwei Ringe einsetzen. Unterer Ring zuerst. Thank you.
weitere Methode zum Abnehmen ist, indem man einfach einen Ofen ausbaut. So sieht man aus, wenn man einen Pulli drüber trägt und eventuell noch so eine Bandage, ich habe jetzt einen Rücken getragen, aber es ist eine Neoprenbandage. Die wird auch gleichzeitig nochmal für wir nehmen ab von wegen. Ja. Aber wenn man es schafft, so sieht der T-Shirt aus, es wiegt 2 Kilo mehr, alles rausgeschwitzt. Ist aber alles Wasser, kein Fett.